1, 2, 3, läuft. So. Wie geht man das Thema langfristige Ernährungsumstellung an, ihr Lieben? Hallo und herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, Mr. T aus Karlsruhe. Freunde, da wartet ihr schon die ganze Zeit drauf. Wie geht man da eigentlich vor? Wie geht man vor, wenn es um das Thema langfristige, gesunde Ernährung geht? Was ist da zu tun? Was ist das Erste, was man tun sollte? Also Freunde, passt mal auf. Ich mache jetzt hier oben die Nummer 1 hin, okay? So, die Frage ist immer, was für ein Typ bist du denn eigentlich? Bist du der Typ, der alles auf einen Schlag anpacken müsste und umbauen möchte? Okay, das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist, bist du eher der Typ, der sagt, so krasse Veränderungen mag ich nicht, da kacke ich sofort ab. Das macht mich komplett nervös. So ist immer die Frage, die man sich stellen sollte, wer bin ich, was kann ich? Wer bin ich, was kann ich? Okay, deswegen die erste Frage. Was kann ich? Bist du jetzt zum Beispiel der Typ, müssen wir noch ein Fragezeichen dran machen, bist du jetzt vielleicht der Typ, der sagt, ich bin Umsetzer, ich habe die Schnauze voll, es reicht, ich habe so eine Wampe, ich sehe da unten nichts mehr, Spiegel gefällt mir auch nicht mehr, Blutdruck, Mist, meine Frau guckt sich auch schon nach anderen Männern um oder mein Mann guckt sich nach anderen Frauen um. Jetzt wird es Zeit, ich bin derjenige, der die Energy hat, das radikal umzustellen. Dann wärst du Typ Nummer 1. Ne? Typ 1. So, jetzt bist du aber, gerade du jetzt, sagst, nein, langsam, nicht zu viel auf einmal. Ich möchte da langsam vorgehen. Ich kann so radikale Maßnahmen überhaupt nicht leiten. Dann bist du der Typ Nummer 2. Und jetzt gibt es noch einen Typ Nummer 3, der hat überhaupt keinen Bock. Der hat überhaupt keine Zeit, der hat keinen Bock, der mag nicht, dem ist alles zu viel, der hat nur Atem für 3-4 Tage, danach kackt er sowieso wieder ab. Du bist Typ 3. Typ 3. So, und da können wir jetzt Folgendes machen. Den hier können wir durchstreichen. Über den müssen wir uns gar nicht unterhalten, weil der letztendlich schon innerlich immer entschieden hat, macht zwar viel Blabla und viel Taram und erzählt wunderbar, aber es kommt hinten raus nichts raus. Also das ist verlorene Energie, dem muss man keine Aufmerksamkeit schenken und diese Menschen gibt es tatsächlich. Das sind Menschen, wo tausendmal fragen, tausendmal versuchen und doch nicht umsetzen, weil einfach der Atem nicht reicht, weil ihre Vorstellung, was man in welcher Zeit erreichen kann, eben mit der Realität null vereinbar ist. Null vereinbar. Deswegen, da muss man nicht drüber diskutieren. Die kenne ich, die habe ich auch in meinem Umfeld, die kommen jetzt nicht zu mir zur Beratung, aber das sind die Leute, die trifft man auf der Party und dann kommen die und sagen, ja, die sehen mich dann als Personal Trainer und gucken, ja, ich weiß, ich möchte sein, jetzt erwischst du mich gerade wieder, wo ich am Saufen bin, ja, und haben sie einen Teller in der Hand mit allem möglichen Zeug drauf, was nicht für die gute Figur ist, ja, ich weiß, ich müsste eigentlich, ja, ich weiß, bla, 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 abhaken. Keine Energie rein verschwenden, null Energie. Wenn ihr da draußen meint, ihr müsst Mutter Teresa sein, das der guten Ernährung, des Bewegungs, bla bla, dann lasst es sein. Diese Menschen werden nie ins Umsetzen kommen, deswegen brauchen wir die nicht. Deswegen wäre es fatal, wenn wir unsere Energie in solche Menschen reinstecken. Strich durch. Nein, wir müssen sie nicht hofieren. Nein, wir müssen sie nicht bekehren. Warum? Die wollen nicht. Fertig, Schluss aus, Thema beendet, reden wir nicht mehr drüber. Jetzt kommen wir zum Typ 1, das ist der Umsetzer. So, der Typ 2 ist der Step-by-Step-Umsetzer. Umsetzer 100%. So, die beide gibt es tatsächlich. Wer mehr Erfolg hat, wer weniger Erfolg hat, also es ist so, dass diese 100%er, die kenne ich, die sind bei mir auch im Coaching, das sind die, wo am erfolgreichsten sind. Die sagen, mein Warum ist stark genug.
Ich habe die Schnauze gestrichen voll, ich habe die roten Karten gesehen, ich sehe im Spiegel, dass es scheiße aussieht, ich habe mein Blutbild vor mir, ich sehe, das ist nicht gut, ich sehe, wenn ich so weitermache, ja, dann werde ich irgendwann frühzeitig das Zeitliche segnen, habe ich keinen Bock. Das sind die 100% Umsetzer. Die sind in der Regel am erfolgreichsten. Die knallen das Ding durch und kommen natürlich auch in ihr Ziel. Bei den Step-by-Step ist es so, dass es sich da im Laufe der Zeit entscheidet, ob sie siegen werden oder verlieren werden. Aber die Step-by-Step sind so ein bisschen zögerlich, so ein bisschen mi-mi-mi-mi-mi, sind die ein bisschen. Gut, das sind Menschen, die haben auch ihre Daseinsberechtigung, die gibt es eben. Und jeder tickt unterschiedlich und somit darf man nicht diesen Wunsch haben, auch als Coach, nicht den Wunsch haben, dass alle genau dem Idealbild entsprechend als Coach gern hätte. Denn als Coach ist es natürlich super, wenn du solche 100% Umsätze hast. Die liefern ab, die machen Werbung für dich, die sind draußen die besten Visitenkarten. Klar, aber das ist kein Wunschkonzert. Auch als Coach darf ich nicht Forderungen haben, die mit der Realität nicht vereinbar sind. Denn die Forderung zu sagen, alle müssen so sein, funktioniert nicht. Auch alle zu denken, dass sie so sind wie ich, ist Quatsch. Das geht nicht. Weil ich eine ganz andere Intention habe, wie die meisten anderen. Also, wir haben die Umsetzer Typ 1 und der Typ 2. So, wie gehen wir jetzt am besten vor? Ich fange mit dem Typ 2 an. Okay, der Typ 2, was soll der da tun? Der Typ 2 frühstückt nicht. Und wenn, dann geht er um 10 Uhr zum Bäcker und holt sich ein Salamibrötchen und ein süßes Stückchen. Der Typ 2 isst immer abends ziemlich spät, ziemlich viel, weil er tagsüber wenig gegessen hat. Der Typ 2 trinkt, oh ja, ziemlich viel Sachen, die süß sind, richtig süß. Und Typ 2 trinkt auch noch hier und da mal Alkohol. Also wäre der erste Step einmal den Alk reduzieren aufs Wochenende. So, zack, einmal durch, reduzieren. Dann, also der zweite Typ. So, dann haben wir bei ihm, er frühstückt nicht, deswegen dreht er immer in die Falle und geht um 10 Uhr zum Bäcker und holt sich dort Dinge, die nicht gesund sind. Also, bei ihm frühstücken dazu. Gesundes Frühstück. So, das wäre bei ihm die erste Maßnahme. Alk so weit wie möglich reduzieren und erstmal frühstücken, gesundes, ausreichendes Frühstück, so, dass er letztendlich nicht mehr in diese 10 Uhr Falle tappt und sich dann Dinge holt, die energetisch sehr reich sind, die aber ungesund sind und die auch dafür sorgen, dass er danach wieder Hunger bekommt. Das wäre der erste Step beim Typ 2. Der zweite Step wäre, wenn er jetzt zum Beispiel dieses Maßnahme, Alkohol weg, mal 3-4 Wochen, frühstücken 2-3 Wochen, vielleicht sogar 4 Wochen schon drin hat und hat damit eine Routine, dann kann man sagen, lieber Typ 2, ab sofort gehen wir her und werden abends die Mahlzeiten etwas reduzieren. Wir werden abends im abendlichen Bereich das Gesamte etwas energetisch sparsamer gestalten. Wir werden weniger Nudeln, weniger Kartoffeln, weniger Reis, weniger Brot essen. Das bedeutet, dass wir im Abends die Mahlzeiten etwas verkleinern und dazu noch sorgen, dass er nicht zu spät ist, nicht mehr um 21 Uhr, sondern wenn es möglich ist, wenn es zeitlich machbar ist, dass er früher Abend isst. Okay? Das wäre dann die zweite Maßnahme und die sollte er auch wieder 1, 2, 3 Wochen durchziehen, bis er spürt, jetzt ist es nicht mehr anstrengend, jetzt ist es eine Routine, ich muss nicht mehr drüber nachdenken, ist alles easy. Okay? Dann wäre der nächste Step bei ihm, er isst zum Beispiel noch hier und da weißes Brot, er isst gern Hartweizengrießnudeln, er ja, hat immer mal doch wieder so einen Ausrutscher Richtung süße Getränke, gesüßte Getränke. Da können wir ihm ihr sagen, pass auf, dann machen wir doch mal diese süßen Getränke, ersetzen wir durch dünne Fruchtsaftschollen. Süße Getränke, also richtig süße Getränke, ihr wisst, was ich meine, ich möchte es aussprechen, ersetzen
also Cola, Fanta, Sprite, die ganze Kacke, was es da gibt, ersetzen durch eine Fruchtsaftschorle, weil er wird noch ein bisschen was brauchen für die Geschmacksnerven, durch eine dünne Fruchtsaftschorle, Apfelsaft, Johannisbeersaft mit 10-15% Fruchtsaft drin. Und auch das macht er wieder 2-3 Wochen regelmäßig weglassen, bis es wieder für ihn eine Routine ist. Und so wird er Step-by-Step vorgehen, ohne dass es für ihn jetzt ein Rieseneinschnitt ist in seinen Tagesablauf, ein Rieseneinschnitt in seine alte Routine. Er wird Step-by-Step Kleinigkeiten ändern und dadurch natürlich Erfolg haben. Was man auch machen kann beim Typ 2. Beim Typ 2 kann man beginnen mit einem sogenannten perfekten gesunden Tag. Einmal die Woche für 2 oder 3 Wochen lang, ein Tag in der Woche komplett gesund. Frühstück gesund, 5 Stunden später Mittagessen gesund, 5 Stunden später Abendessen gesund. Das wäre auch eine Technik für diesen Typ 2. So langsam sich und dann, wenn er es 2-3 Wochen gemacht hat, dann einen zweiten Tag dazu. Einen zweiten perfekten gesunden Tag. Und diese Tage natürlich auch im Timeplaner, im Zeitmanagementplaner genauso planen, dass es für ihn fest fixiert ist. Aha, nächste Woche habe ich Dienstag meinen gesunden Tag. Eine Woche drauf habe ich Donnerstag meinen gesunden Tag. Eine Woche drauf habe ich 2 gesunde Tage. Dienstags und donnerstags. Eine Woche drauf habe ich dienstags und freitags. Und das dann so weiterziehen, dass er letztendlich ganz schleichend diese Umstellung hat, ohne dass es für ihn sich anfühlt, als ob er einen riesen Einschnitt hat in seine Lebensqualität. Denn viele Menschen sind am Anfang daran, wenn sie diese Routinen gewöhnt sind, ist das ihr Universum, ihr Wohlfühlraum. Und wenn man da zu stark eingreift, und wenn sie selber zu stark da eingreifen, dann kann das dazu führen, dass sie zumachen, dass dieses Vorhaben zum Scheitern verurteilt ist. Deswegen kann man hier auch beim Typ 2 immer scheibchenweise vorgehen. Step by step mit ihm drüber reden, was kann er entbehren, was kann er sein lassen, was muss er nicht dauerhaft machen. Und dann immer so kleine Schrittchen. Das ist auch von Mensch zu Mensch individuell, was jeder von seiner Seite aus leisten kann. Und so kriegt man den Typ 2, wenn alles gut läuft, kriegt man ihn dazu hin, dass zumindest sein Gesamtessverhalten zu 60-70% gesund ist. Und das im Zeitablauf von 2, 3 bis zu 4 Monaten. Denn wir dürfen nie vergessen, es gibt Menschen wie der Typ 2. Das hat ja auch einen Grund bei ihm, dass er so ist, wie er ist. Ja, er hat sein Universum. Er tickt nach seiner Uhr. Und jetzt versuchen wir ihm eine neue Uhr zu verpassen. Das funktioniert oftmals nicht. Das ist oftmals sehr, sehr schwierig, solche Menschen dann zu überzeugen, dass es dauerhaft Sinn macht. Deswegen geht man hier scheibchenweise vor. Denn wir dürfen nie vergessen, oftmals steckt natürlich hinter einem Essverhalten nicht nur 1 Jahr, 2 Jahre, sondern von Kindheit an haben diese Menschen ein ganz gewisses Essverhalten praktiziert. Warum? Gespiegelt von den Eltern, vom sozialen Umfeld. Da gibt es so viele Möglichkeiten, warum das genau so ist. Und da ist es wichtig, eben auch den Typ von vornherein zu definieren und zu gucken, wen habe ich eigentlich tatsächlich vor mir, wie kann ich mit ihm Erfolg haben. Denn es geht ja letztendlich darum immer, dass derjenige, der das macht, Erfolg hat, also langfristig das umsetzen, nützt ja nichts, irgendwas kurzfristig zu machen, dass er nach 8 Wochen 6 Kilo weniger hat und danach nimmt er wieder 7 Kilo zu, ist ja Bullshit. Sondern es geht ja darum, dass er langfristig diesen gesunden Lifestyle lebt. Und dafür muss man eine Lösung finden. Und da tickt jeder ein bisschen anders. Deswegen habe ich so diese 2 Typen. Typ 3 habe ich ja durchgestrichen, den brauche ich nicht. Der wird es auch nicht schaffen. Nein, der hat keine Chance. Wenn ihr jetzt draußen im Motzen seid, Andreas, ja, der hat keine, glaubt mir, ich mache das seit 30 Jahren, ich kenne die. Das macht keinen Sinn, da Energie reinzupumpen in 3. 2, da kann man Energie reinstecken. Da geht man scheibchenweise vor, dass man eben anfängt mit dieser Taktik oder mit dem perfekten Tag, mit 2 perfekte Tage und einem 3. perfekten Tag. Und irgendwann, nach einem halben Jahr, haben die 5 gesunde Tage pro Woche, haben ihr schlechtes Essverhalten, ihr schlechten Angewohnheiten abgelegt und haben sie durch ein neues ersetzt und haben es fast nicht gemerkt. Das ist die Taktik
bei ihm hier. Und dann haben wir den Typ 1. So, der Typ 1. Der Typ 1 ist ein gnadenloser Umsetzer. Der zieht sein Ding durch. Es gibt Menschen, die machen das so, die können das so. Werden von den Menschen, die es nicht können, bewundert. Was ja auch nachvollziehbar ist. Und da ist einfach so, dass diese Menschen oft auch welche sind, die sagen, ich habe jetzt da nicht so die Zeit, da rumzueiern. Ich möchte knallhart umstellen. Ich brauche das. Die drehen sich um 180 Grad rum, die können es umsetzen. Die haben diese Veranlagung, die haben diese Charaktereigenschaft eben zum Teil vererbt bekommen und natürlich auch diese Charaktereigenschaften eben gepflegt und gehegt bzw. gespiegelt durch ihr soziales Umfeld. Diese 100% Umsetzer, die haben meistens auch in ihrem sozialen Umfeld, haben die diese Leute, die haben meistens einen Elternteil, der genauso tickt. Denn wir bekommen ja diese Grundeigenschaften, unseren Gen eingeschrieben von unseren Vorfahren. Und natürlich von unseren Vorfahren und natürlich der kurzfristige Teil von unseren Eltern, Mama, Papa. So, und die haben da was drin. Und deswegen fällt es denen relativ einfach. Das sind die Umsetzer, das sind die Macher. Die ziehen ihr Ding durch. So kann nicht jeder sein. Nein, man kann es lernen. Man kann daran arbeiten, indem man immer die richtige Pflanze gießt, den richtigen Samen gießt, indem man das richtige Umfeld hat, in die richtigen Bücher liest, die richtige Literatur liest, sich mit den richtigen Menschen umgibt. Kann man das lernen? Aber es gibt auch Menschen, die wollen das nicht lernen. Die wollen Typ 2 bleiben. Das ist auch okay. Ist ja auch völlig in Ordnung. Aber der 100% Umsetzer, der stellt von heute auf morgen um. Der weiß, okay, das, was ich getan habe, ist nicht gesund. Hat dazu geführt, dass ich so und so aussehe? Hat dazu geführt, dass so und so ein Übergewicht hat? Hat dazu geführt, dass mein Cholesterinwert so hoch ist? Hat dafür geführt, dass ich eine schlechte Körpersprache habe, dass mein Charisma leidet? Das weiß der. Also ist sein Warum extrem stark und mächtig. Und das ist sein Antreiber. Und der sagt, yes, keine Nudeln mehr abends um 22 Uhr mit Sahnesoße. Nein, mache ich nicht mehr. Keine Pizza abends um 21.30 Uhr und dann noch eine Flasche Rotwein dazu. Nein, nicht nach dem Essen noch 3 Kugeln Eis mit Sahne. Nein, mache ich nicht mehr. Nicht mehr jeden Abend um 20 Uhr, 21 Uhr aufs Sofa, 2 Tüten Chips und 2 Flaschen Bier dazu. Mache ich das, tut mir nicht gut. Ich töte mich selber. Ich bringe mich um. Ich weiß das. Der weiß das. Der kann auch diese 100% Umsetzer, die schaffen es auch, sich selbst geistig Brand zu stiften. Was ist geistige Brandstiftung? Geistige Brandstiftung ist zu überlegen, Freundchen oder Madame, wenn du das noch 20 Jahre so machst, du hast jetzt schon den Umfang, du hast jetzt schon scheiß Blutwerte, dein Herz ist schon ineffizient. Wenn du es so weitermachst, du stehst in der Grube, du schaufelst gerade schön weiter und du stehst schon bis hier drin und schaufelst weiter. Nein, stopp, aus. Das sind die 100% Umsetzer. Die hauen das Ding weg. Die sind sich im Klaren, jetzt ist Schluss, Feierabend. So, und diese zwei Taktiken haben wir, der 100% Umsetzer, der kriegt ein Frühstück, ein Mittagessen, Abendessen. Eine breite Streuung, gesund, setzt es um. Er weiß ganz genau, dafür brauche ich circa eine halbe Stunde bis 35, 40 Minuten pro Tag, wo ich Zeit investieren muss in der Küche oder meine Frau macht es oder ich habe Angestellte, was weiß ich, die machen das. Zack. Der weiß ganz genau, okay, dreimal in der Woche, Bewegung macht Sinn. Trägt sich in seinen Terminkalender ein, montags, mittwochs, freitags, Dienstag, Donnerstag, samstags. Morgens 7 Uhr bis 8 Uhr Sport. Warum? Weil er weiß, das macht Sinn. Beim anderen, beim Typ 2, da fängt an, machen wir erstmal einmal in der Woche 30 Minuten Bewegung. Wir gehen spazieren. Auch gut, auch er kommt ins Umsetzen, aber er hat eine andere Taktik. Und die Taktik ist nicht schlechter. Ich habe die Erfahrung gemacht, die 100% Umsetzer sind die, wo tatsächlich prozentual den größeren Erfolg feiern. Nichtsdestotrotz gibt es von den anderen, von den sogenannten Marathontechniken, immer Step by Step, gibt es auch 40-50% erfolgreiche Menschen. Und jetzt kommt noch was Spannendes. Viele schaffen natürlich nicht den kompletten Turn, aber jetzt wird es interessant, zumindest 30% von dem, was sie mir gelernt haben, werden sie langfristig umsetzen und das gibt auch eine erhöhte Lebensqualität. Auch das gibt natürlich eine erhöhte
Richtig, Lebenserwartung, und zwar gesunde Lebenserwartung. Also haben wir auch bei denen Teilerfolg. Und somit ist es wichtig, dass jeder letztendlich seine Taktik findet. Und dass du als Coach natürlich dir im Klaren ist, dass nicht jeder so tickt wie du und dass nicht jeder diese Technik kann, maximale Umsetzung in kurzer Zeit. Und das gilt es natürlich zu klären, das gilt es herauszufiltern, denn dann haben wir auf zwei Ebenen Erfolg, mit denen und mit denen. Zu mir kommen gerne, warum auch immer, ich habe keine Ahnung, ganz viele von denen hier. Die kommen zu mir, das sind Menschen, die möchten natürlich auch die Wahrheit hören. Die möchten mit knallharten Fakten wirklich verdroschen werden. Ja, die brauchen das, die sind geil drauf, ist doch super. Ist auch schön, ist auch ein toller Menschentyp. Aber auch die anderen habe ich lieb. Auch die Step-by-Step-Umsetzer, auch die habe ich lieb. Auch mit denen arbeite ich gern zusammen. Natürlich ist mein Job, den ich liebe. Denn was mache ich denn eigentlich? Was mache ich denn mit meinem Job? Menschen dazu zu verhelfen, dass sie gesünder werden. Menschen dazu zu verhelfen, dass sie langfristig in ihre Gesundheit investieren. Durch Bewegung, durch gesunde Ernährung und durch Achtsamkeit. Durch gesunden Schlaf. Sensationell. Warum? Wisst ihr, wie geil das Feedback ist, wenn die zu mir kommen und sagen, Andreas, ich schlafe wieder durch. Wisst ihr, wie geil das ist, wenn die zu mir kommen und sagen, Andreas, ich habe 10 Kilo abgenommen im halben Jahr, ich habe 15 Kilo, ich habe 4 Kleider größer klein, ich habe wieder Selbstbewusstsein, ich bin wieder voll im Leben, ich kann wieder Bäume rausreißen, ich bin richtig geil, ich habe Power ohne Ende. Ja, ich fühle mich wieder wie vor 20 Jahren. Wisst ihr, wie geil das ist? Wie geil das ist, wenn das rüberkommt? Das ist mein Werk, das ist meine Arbeit, die liebe ich. Und deswegen, ihr Lieben da draußen, wenn ihr sagt, yes, ich will, dann kannst du es entweder selber machen oder du lässt es machen. Je nachdem. Ich kann dir nur eins sagen. Es gibt schlaue Chinesen, schlaue Asiaten, die sagen, tu immer du das, was du kannst und lass die anderen das tun, was sie können. Dann kannst du viel mehr Erfolg garantieren und jetzt wird es sehr spannend. Du kannst Zeit sparen und somit auch wieder Energie. Verstanden? Super. Hier war Andreas Rienbacher, Mr. T aus Karlsruhe.